Vor kurzem habe ich ein Video gemacht gegen Amir Arapur. Und wer meldet sich da? Elia Nathan. Und er will das Video rechtfertigen. Ja. In diesem Video werde ich nochmal zeigen, warum mich dieses Geschöpf, ja, farbloses Geschöpf gar nicht ernst nehme. Aus dem Grund, weil er einfach nichts auffassen kann. Er kann nichts auffassen. Und aus dem Grund nehme ich Elia Nathan, ja, nicht ernst. Weil wenn jemand nichts auffassen kann, wenn jemand nicht versteht, man redet gegen die Wand, ja, und derjenige versteht einfach nichts, weil er einfach, möge Allah mir vergeben, dumm ist manchmal keine Beleidigung, oder? Es gibt wirklich dumme Menschen auf der Erde. Ja. Klar, wenn du einfach hingehst und jedem sagst, der ist dumm, ist eine Beleidigung. Aber wenn man etwas analysiert, wenn man feststellt, dass ein Mensch wirklich dumm ist, ja, das ist einfach keine Beleidigung. Und Elia Nathan wird, also ich werde das in diesem Video jetzt wieder klarstellen und zeigen, ja, ausführlich, dass jeder auch wieder merken wird, dass Elia Nathan einfach dumm ist, dass er nichts auffassen kann, dass er nichts versteht, dass er einfach nichts versteht, dass er in einem 10-minütigen Video maximal nur 3 Minuten, wenn überhaupt, versteht. Und den Rest gar nicht mehr auffassen kann, weil er einfach, ja, das geht einfach nicht rein. Und das werde ich in diesem Video nochmal zeigen. Und das ist wiederum was? Ja, eine Bestätigung, dass ich gegen ihn einfach, ja, das ist für mich einfach gegen die Luft. Also ich rede gegen die Luft, gegen die Wand. Ja, was soll ich mit denen, ja, mit denen debattieren oder mit denen diskutieren? Ja. Wir schauen uns erstmal einen kleinen Ausschnitt nochmal an. Zwischendurch werden wir jetzt kommentieren. Wir schauen uns erstmal hier mal an, was er hier sagt. Wir werden es komplett analysieren. Guten Abend. Ich habe mir ein Video angesehen von der Einladung zu Gehirnwäsche. Also, ihr habt es gerade selber gehört. Er nennt mich Einladung zum Gehirnwäsche. Also er nennt mich hier was? Einladung zu Gehirnwäsche. Jetzt ist die Frage. Ich bin ja so schlecht, weil ich ein Muslim bin. Er sagt, Er beleidigt, ich beleidige nicht, ich habe ihn noch nie beleidigt, ja. Einladung zu Gehirnwäsche ist für mich auch eine Beleidigung. Ist auch eine Beleidigung, wenn du so siehst, ja. Wenn du dumm als Beleidigung siehst, dann ist Einladung zu Gehirnwäsche so oder so eine Beleidigung. Er tut ja immer so, dass er perfekt ist. Ja, ich beleidige nie, ja. Du bist immer derjenige, der hetzt. Nein, du peitschst es einfach gar nicht. Weil du halt dumm bist. Du merkst gar nicht, was du sagst. Ja, wir schauen uns mal weiter an, was er hier noch sagt. So, jetzt geht das wieder. Oder hier. Ja. Warten wir. Glaube nicht, dass, also ich kann jetzt von Armin diese Meinung jetzt nicht unterstützen, dass es eine Strafe ist, wenn jeder Mensch stirbt. Also er sagt hier in dem Ausschnitt hier, Sekunde 34 bis 43, sagt er, ich kann Amir seine Meinung nicht unterstützen. Also das heißt, Amir hat eine Meinung und er kann das nicht unterstützen. Bravo, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und jetzt hören wir mal ganz schnell, ja, was er gleich jetzt sagt. Was Amir meint, ist einfach nur, dass Gott denjenigen, der über den Herrn Jesus Christus, vor allem über den Heiligen Geist lästert. Jetzt versucht er ihn zu rechtfertigen. Also, der Amir hat erstmal was gesagt. Amir, ich kann nicht, ich bin nicht der Meinung, was Amir da sagt, dass Gott bestraft. Ja, diejenigen, die meine Videos, Video davor gesehen haben, die wissen ganz genau Bescheid, um was es geht. Und jetzt versucht der Amir hier einfach rechtfertigen. Schaut euch das mal an, bitte. Denjenigen, der über den Herrn Jesus Christus, vor allem über den Heiligen Geist lästert, kann sein, dass du eine Strafe bekommen könntest. Also da steht in der Bibel schon viele Punkte drin. Also ich unterstütze das nicht. Nur ich unterstütze dich nicht, dass du behauptet hast, dass du... Also, verstehe ich. Hat jemand jetzt schon verstanden? Schon, also in erste Minute gerade, ja, wir sind gerade in der ersten Minute gerade mal, schon hat er sich widersprochen. Erstmal sagt er, nein, ich bin nicht der Meinung, was Amir gerade sagt, und dann sagt er, Amir sagt aber, ja, wenn man den Heiligen Geist
lästert, dann kann sein, dass Gott bestraft. Puh. Schon, also das zeigt uns schon wieder, was das Elia Nathan mal so ist. Entweder hat Armi das gesagt oder Armi hat das so gesagt. Du kannst es sagen, ich bin nicht der Meinung von Amir, aber ja, Amir sagt, ist der, Amir hat das so und so gemeint. Ja, also es, wie soll man mit so einem Menschen, diskutieren? Wie kann man denn überhaupt ein Gespräch führen, ein gesundes Gespräch führen? Ja, wie soll man damit ein, sag mal, also ich bitte darum, jemand soll mir erklären, wie ich mit so einem Menschen, ja, ein Gespräch führen soll. Und dann, ja, jetzt kommt es noch, zeigen wir noch hier was anderes, und zwar hier. Erstmal hat Amir, ja, kannst du drehen, erstmal hat Amir hier, warum hat er das gesagt? Hier, das, ich will es jetzt gar nicht hier nochmal erwähnen und nochmal vorlesen, ja. Der Ramazan hat durch sein ständiges Lästern, Lügen und Täuschung seine Strafe bekommen. Erstmal, wo steht geschrieben, wo hat Jesus a.s. gesagt, in der Bibel, gefälschte Bibel, ja, dass derjenige eine Strafe bekommen wird. Ihn wird nicht vergeben. Wo steht geschrieben, dass derjenige, der den Heiligen Geist lästert, eine Strafe bekommt? Erstmal, das ist schon mal eine Lüge. Nirgendwo hat Jesus a.s. in deren Bibel, in deren Schriften, Jesus a.s. hat das so oder so nicht gesagt, aber in deren Schriften, ja, im gefälschten Evangelium, wo hat Jesus a.s. gesagt, dass derjenige eine Strafe bekommt hier auf der Erde? Ja, das ist wiederum, also hier geht es um Lügen, Täuschung und Lästern, meint er ihn lästern. Er meint nicht den Heiligen Geist lästern hier. Ja? Er meint, dass ich Amir lästere und so weiter. Und daher habe ich meine Strafe bekommen. Ja, und wo steht das geschrieben, dass man aus diesem Grund eine Strafe bekommt auf der Erde? Und gerade wenn jemand stirbt oder so aus der Familie, ja, dass man es noch versucht, das zu rechtfertigen, ja, dass man das noch versucht, rechtfertigen, das kann man irgendwie nicht auffassen. Oder? Also jemand stirbt, irgendjemand stirbt durch eine Krankheit oder natürlichen Tod, ja, ganz normal, und dann wird der Sohn oder so bestraft dafür. Ja. Also müssen die Jünger bestraft sein. Jesus gestorben am Kreuz und die Jünger und die Familie und die Mutti und so weiter wurden bestraft durch Jesus' Tod. Auzubillah, Gott bewahre. Allah tabaraka wa ta'ala, Gott hat Jesus erhört. Sein Dua, sein Bittgebet hat er erhört und hat ihn gerettet von den Ungläubigen. Ja, von seinen Feinden hat er ihn gerettet. Aber es wurde hier keiner bestraft durch Jesus, auzubillah, yani, Tod oder durch einen Toten, durch einen jemanden, der gestorben ist. Aus einem natürlichen Tod, ganz normal, weil jeder Mensch wird sterben, jede Seele wird den Tod kosten. Das ist ja bekannt, das ist auch biblisch. Damit kann keiner bestraft werden, steht ihr? Aber irgendwie versuchen die jetzt zu rechtfertigen. Nein, er meinte wegen den Heiligen Geist und davor sagte, ich bin nicht der Meinung von ihnen. Ja? Also ganz ehrlich, es ist nicht lächerlich und peinlich. Der Anfang war ja normalerweise richtig gut gewesen. Ja, der Amir hat, ich bin nicht der Meinung, was Amir angeht, was er da gesagt hat. Ja? Aber irgendwann, man muss Stopp machen. Weil wenn du, umso mehr du redest, umso mehr verhaust du das Ganze, machst du Fehler. Elia, überleg immer manchmal. Du kannst nicht einfach mal so sagen, dann so sagen, dann so sagen, dann so sagen, dann nimmt dich auch keiner ernst. Dann nehmen nur Leute dich ernst, die genauso ticken wie du. Und das willst du bestimmt nicht. Ne? Und zeig mir bitte aus der Bibel, wo jemand hier bestraft wird, weil du sagst ja die Strafe. Ja? Du kennst dich ja angeblich mit der Bibel aus. Zeig mir mal bitte, wo in der Bibel geschrieben steht, wo Jesus a.s., wo Jesus in der Bibel sagt, derjenige wird bestraft, der den Heiligen Geist lästert. Zeig mir mal bitte mal, wo steht es geschrieben, weil du sagst, es steht geschrieben so in der Bibel. Zeig mir bitte. So, dann gucken wir uns mal weiter mal an, was er hier noch sagt. Dass Ami Angst hat um eine Debatte. Und wie oft hat er dich denn ganz herausgefordert zu einer öffentlichen Debatte und du verlangst einfach nur, dass wir nach Berlin kommen sollen,
damit wir gegen dich debattieren sollen. Ich meine, was ist denn eigentlich das Problem? Wir haben die Möglichkeiten, über das Internet zu reden und ganz einfach. Also ich glaube nicht, dass jemand sich die Mühe machen muss, irgendwo nach Berlin zu kommen, um da in deine Ecke, in Kreuzberg oder wie auch immer, hinzugehen und mit dir zu debattieren. Ich glaube, das ist definitiv nicht richtig und man sollte das auch vermeiden. Am besten ist es einfach nur, man macht einfach eine Debatte, eine öffentliche Debatte übers Internet. Ja, die Verbindung ist sehr gut. Ja, man kann sich irgendwo vielleicht auch in der Mitte treffen. Das habe ich dir auch damals Angebot gemacht, hast du auch abgelehnt. Ich meine, wieso musst du dich jetzt vor den Leuten jetzt da gut darstellen, um den Armen so schlecht zu machen, dass er angeblich Angst hat, dass er... So, Cut. Also erstmal sagt er hier was. Er sagt hier, dass er mich herausgefordert hat, sehr oft, der Amir, ja. Ganz ehrlich gesagt, der hat mich noch nie herausgefordert. Der hat ein, zweimal gesagt, da hat er gesagt, komm, lass uns doch mal, komm, lass uns machen. Und dann war er wieder leise, ja, das ist immer so bei ihm. Aber ich habe öfters ihn herausgefordert. Schon vor über ein halbes Jahr her, da habe ich ihn schon gesagt, einmal komm, wo ich das Video gegen Christian Prince gemacht habe und so weiter, weil die kommen, er hat ja vorgelesen aus dem Buch von Christian Prince, da habe ich gesagt, pass mal auf, du liest ja so schön, aber mal gucken, ob es überhaupt die Wahrheit ist. Ich werde dir alles, was da geschrieben steht, werde ich dir zeigen, dass es eine Lüge ist. Und da habe ich gesagt, komm, Amir, lass uns machen. Und dann hat er ein Video gemacht, hat gesagt, komm, trau dich gegen Christian Prince. Ja, da habe ich gesagt, warum Christian Prince? Christian Prince redet Englisch, ja. Ich rede Deutsch, du redest Deutsch, du machst die Videos auf Deutsch. Du musst doch dahinter, also hinter das stehen, was du da sagst, ja, was du aus dem Video, aus dem Buch gelesen hast. Warum traust du dich nicht? Ja, dann mach diese Videos nicht, ja. Oder wenn du das machst, dann musst du auch zumindest dich trauen, gegen mich zu debattieren. Aber es geht hier um was ganz anderes. Er bringt es so rüber, also nochmal, jetzt nochmal die Kamera bitte mal kurz an mich. Jetzt, er sagt hier, dass ich gesagt habe, man soll zu mir kommen. Ja, habe ich gesagt. Weil ich finde es viel besser, wenn man hier in Berlin oder wenn ich vielleicht sogar bei Ihnen irgendwo bin, ja, dass wir dann diskutieren, eine Debatte führen. Also was heißt Debatte? Diskussion führen, ja, über ein Thema. Dass ich dann sehe direkt, ja, ob dieserjenige wirklich Wissen hat, nicht Wissen hat. Weil heutzutage gibt es Internet, du gibst Google ein und dies und das, Surat al-Fatih ja zum Beispiel, Surat al-Ikhlas hat er rezitiert. Ja, gefährlich, ja, Amir. Aber wenn man jetzt davor steht und rezitiert, finde ich es viel schöner, als wenn man jetzt irgendwie da steht auf dem Video und dann rezitiert, ja. Also die Stelle von Surat al-Fatih rezitiert. Finde ich viel schöner. Ja, dann kann ich dir sagen, pass mal auf, hier, mach mal, zeig mir mal Surat al-Fatih direkt vor Ort oder direkt die Bibelstellen oder direkt die Geste, also das Gesichtsausdruck und so weiter. Ja, das zeigt einfach dann, wie stark man wirklich ist. Aber hier so über das Internet, so, da stehst du da so, ja, deine Füße so hochgehoben, ja, und dann bla, und dann kriegst du so irgendwo Hilfe, ja, hast irgendwelche Kopfhörer auf, da flüstert dir jemand wieder ins Ohr rein und dann haben wir doch letztens gesehen, also ich habe schon gehört, dass du zum Beispiel, dass jemand eine Debatte hat, zu dritt gegen eine Person oder zu viert, gegen eine einzige Person, ja, gegen eine einzige Person, das ist ja auch nicht fair, 1:1, ja, 1:1. Aber in diesem Video geht es vielmehr darum, wie ihr gerade gehört habt, dass er sagt, ja, warum sollen wir denn nach Berlin kommen, Kreuzberg, erstmal wohne ich gar nicht in Kreuzberg, ich wohne in Mitte, ja, das müsste euch auch normalerweise bekannt sein, dass ich in Mitte wohne. Aber dazu kommen wir auch noch. Auf jeden Fall wohne ich in Mitte und zweitens, ich habe in diesem Video, was ich gleich zeigen werde, so oder so gesagt, wir können es auch im Internet machen, gar kein Problem. Er bringt es so rüber, ob ich das nicht gesagt hätte. Warum? Weil Elia Nathan nichts auffassen kann. Er kann nichts auffassen. Er hat das Video bestimmt gar nicht verstanden. Er versteht gar nicht, was ich rede. Und daher finde ich, man kann mit so einem Menschen, mit so einem Geschöpf, ja, farbloses Geschöpf, nicht debattieren, nicht diskutieren. Und jetzt zeigen wir mal das Video mal an, ja, hier, was ich sage. Also sagt hier, warum sollen wir nach Berlin kommen? Ja, wir können es doch im Internet machen. Guckt bei euch mal an, bitte, was ich hier sage. Bla bla, ja. Das ist sein Argument. Das sind seine Sachen, ja, womit die ankommen. Nicht mehr. Was haben die denn? Was haben die denn? Wenn die wirklich was hätten, dann würden die wirklich hierher kommen. Oder wir könnten, wie gesagt, diskutieren, ob Jesus Gottes in der Bibel. Weil das können wir gerne, sehr gerne machen, auch übers Internet, ja, auch übers Internet, Amir Arapur. Also, was sage ich hier? Auch übers Internet. Auch übers Internet sage ich hier.
Ich sagte schon so oder so schon auch übers Internet. Du musst es so rüberbringen, der Ramazan, der will noch, dass wir nach Berlin kommen. Er will nicht übers Internet machen. Was soll das denn? Das ist ja so und so, ja, und so weiter. Ja, er bringt es so rüber, ob ich es gar nicht gesagt habe. Aber anscheinend kann er nichts auffassen. Er versteht nicht, weil er dumm ist. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Punkte, warum er sowas sagt. Entweder kann er kein Deutsch, könnte durchaus sein. Zweitens, entweder kann er das nicht auffassen, weil er es nicht auffassen kann, weil er einfach dumm ist. Ja, also, ja, oder drittens, weil er lügt, ignoriert einfach, verdreht alles. Allahu a'lam. Vielleicht auch alle drei Sachen stecken dahinter. Ich weiß es nicht, ja, ganz genau. Aber dumm ist er auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube schon, dass er es ernst meint. Ich bin mir sicher, dass er es ernst meint. Und außerdem, ganz ehrlich gesagt, der wird bestimmt jetzt sagen, ich habe doch einen Fehler gemacht. Ja, einen Fehler. Immer wieder sagt er das. Wenn er einen Fehler macht, heißt es immer Fehler. Ich bin auch ein Mensch. Ich kann auch einen Fehler machen. Aber nein, Elia, du machst nur Fehler. Wenn du redest, machst du Fehler. Wenn du in einem Satz machst, du mindestens zwei Fehler manchmal. Ja, du machst immer wieder Fehler und immer wieder. Und man kann nicht immer wieder sagen, ja, eine Entschuldigung suchen. Du veröffentlichst diese Videos. Du ladest die hoch. Ja, überleg doch mal, da musst du auch aufpassen, was du da redest. Ein, zwei Fehler kann ich ja noch verstehen, aber wir haben ja schon gesagt, im ersten Satz zwei Fehler, jetzt wieder ein Fehler. Ja, obwohl ich schon so oder so eingeladen habe im Internet, aber ich werde es korrigieren, ich will es nicht im Internet machen. Wenn am Telefon, neutral. Ein Telefon ist neutral. Internet über Leute, dies, das. Ja, warum soll ich bei euch reinkommen? Neutral, neutraler Ort ist am Telefon. Ich werde es aufnehmen, ihr könnt es auch aufzeichnen. Oder du kannst, also derjenige kann es aufzeichnen, aber nicht mit dir. Nicht mit dir, weil ich gegen die Wand rede. Immer wieder gegen die Wand. Ich stoße gegen die Wand. Ich habe keinen Bock. Das ist, mein Zeit ist für mich, ja, kostbar. Und ich kann nicht immer wieder mit dir in die Zeit verbringen, ein paar Stunden und am Ende hat es nichts gebracht, weil du einfach nichts verstehst, weil du einfach nichts raffst, ja. Also wie gesagt, hier in diesem Video sage ich klar und deutlich auch im Internet. Ich meine, ich muss korrigieren, ich meine am Telefon, ja, weil es muss neutral sein. Und er sagt, nö, warum muss ich denn immer nach Berlin kommen? Der Ramazan will, dass wir immer nach Berlin kommen und so weiter. Ja, obwohl ich das gar nicht gesagt habe. Klar, ich habe das gesagt, aber ich meinte auch, so können wir auch machen. Also aus dem Fernen. Wir müssen uns jetzt nicht sehen unbedingt. Das wäre besser, viel, viel professioneller, viel, viel besser, viel, viel einfacher. Dann können wir mal sehen, wie viel Wissen ihr habt. Damit wir auch sehen können, wie ihr stottert. Ja, euren Gesichtsausdrücke, wie ihr dann ja, nichts mehr rauskommt, weil ihr habt keine Ahnung, was euch hier erwartet. Ich meine jetzt vom Wissen her, nicht von anderen Sachen her. Wir schauen uns mal weiter mal an, was er noch hier sagt. Keine Ahnung hat von der Bibel oder wie auch immer, ja, und behauptet, dass du ihn komplett widerlegt hast. Ich meine, was hast du denn widerlegt? Du hast gar nichts widerlegt. Du sagst hier in dem Video, sagst du gegen ihn, quasi, dass du ihn widerlegt hast und dass du nicht rumhetzt. Ich meine, verstehst du überhaupt noch, was du in den Videos eigentlich sagst? Du erwähnst das Er wollte gerade eigentlich ein Beispiel geben und ist ihm nichts eingefallen gerade. Ja, normalerweise wollte er gerade in dem Moment ein Beispiel geben. Hier könnt ihr es besser sehen. Ja, hört mal. Sagst du gegen ihn, du sagst hier in dem Video, sagst du gegen ihn, quasi, dass du ihn so widerlegt hast und dass du nicht rumhältst. Also merkt ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Meine Geschwister im Islam und Nicht-Muslime, Christen, Andersgläubige, seht ihr, wie er anfängt nachzudenken und ihm fällt nichts ein? Ich meine, verstehst du überhaupt noch, was du in den Videos eigentlich sagst? Ey, manchmal kommt mir wirklich so vor, ob diese Menschen, ja, dass die irgendwie sich im Spiegel angucken und beschreiben. Die gucken sich im Spiegel an und beschreiben es selbst. Merkst du denn nicht, was du da sagst? Ey, merkst du nicht, was du da sagst? Guck mal, er sagt, ich habe ihn nicht widerlegt. Hier, Amir Rapur, der Spinner von Christian Prince. Hier widerlege ich ihn. Dass jeder zwei Frauen von Horein hat. Also hier widerlege ich ihn komplett. Er nimmt einen Hadith, der nicht Sahih ist, sagt hier so und so Palmendüt, ja, und dann sagt er hier, die Hintern von so und so sind so groß, ja, wie 1,6 Kilometer groß oder 1,8 Kilometer groß und so weiter, ja, und ich habe ihn widerlegt, dass dieser Hadith von allen Gelehrten einfach Metrug ist, nicht Sahih ist, schwach ist, eingestuft wurde.
Sogar von denen, also dass die Überlieferungskette komplett also gebrochen ist, ja, nicht vollständig ist. Und so ein Hadith nehmen wir so oder so Muslime gar nicht an, ja, dass sie mit solchen Hadithen, mit solchen Sachen ankommen. Dann habe ich hier ihn widerlegt, den Amir Arapur, mit satanische Verse. Diejenigen, die das überliefert haben, diesen satanischen, was heißt Verse, satanische, also ein Hadith, ja, wo angeblich der Prophet sallallahu alaihi wasallam Götzen angebetet hat, habe ich komplett widerlegt. Der sagt, Ibn Kessir hat das so und so gesagt. Ich sage, komm, zeig mir, wo Ibn Kessir seine Meinung, wo seine eigene Meinung ist, dass dieser Hadith sahih ist. Da habe ich ihm gezeigt, dass Ibn Kessir, ich lese gerade hier von Ibn Kessir, wo er selber sagt, dieser Hadith ist Metrug, ja, dieser Hadith ist nicht sahih, dieser Hadith ist Mursal, dieser Hadith ist nicht vollständig, dieser Hadith ist von Gelehrten, Ijma, Konsens aller Gelehrten, nicht sahih. Und diejenigen, die das überliefert haben, sagen das genauso. Überlegt euch mal, diejenigen, die das überliefert haben. Also Tabari, einer von denen, hat es überliefert, sagt, Ibn Ishaq sagt es genauso, dass dieser Hadith zum Ablehnen ist, dass es von Heuchlern ist, ja, dass von Feinden Allahs erfunden wurde und so weiter. Ja, also Ibn Kessir unter anderem, alle Gelehrten sind einig. Hab ihn komplett zerstört. Normalerweise, weil die wissen ja gar nicht, wie es über Internet läuft. Ja? Ja, normalerweise ist es ja so, dass man ein Antwortvideo machen muss. Über YouTube ist es immer so, wenn man ein Video macht, er hat ein Video gemacht, ich mache Video, widerlege ihn. Normalerweise muss er dann meine Video widerlegen. Das, was ich hier komplett die Minuten aufzählen und widerlegen, dass es nicht so ist. Ja? Nichts davon. Wisst ihr warum nicht? Weil diese farblose Geschöpfe, ja, dass diese Menschen, diese Gestalte, dass die haben von Christian Prince. Und Christian Prince hat einige Sachen aufgeschrieben, aber vieles, vieles ausgelassen. Oder er hat es gar nicht korrekt die Information gegeben dazu oder manipuliert oder was erfunden und so weiter. Wie sollen die dann meines Video widerlegen mit Christian Prince? Das ist unmöglich, weil da fehlt ja tausende Sachen. Ja, der lässt ja einiges aus, der holt ja gar nicht von den Gelehrten die Aussagen oder so weiter oder verdreht die ganze Hadithe. Das heißt, wenn er ein Video macht über ein Thema oder Amir Arapur, spielt er keine Rolle, zum Beispiel über die satanische Verse. Ja, hat er ein Video gemacht, ich mache ein Video, dann muss er doch mein Video nochmal widerlegen, von Minute zu Minute, ja, von Sekunde zu Sekunde. Das mache ich ganze Zeit. Ich blendere hier die Sachen von Ihnen, hier. Du sollst die Geschichte jetzt auflassen. Ibn Kessir, siehst du? Und danach komme ich und hole Ibn Kessir raus und rezitiere aus Ibn Kessir. Ja, so mache ich das Ganze und nicht anders. Hier die ganzen Bücher, Tabari ibn Kessir von Majma'u Zawaid, ja, und Bukhari und so weiter, Ibn Taymiyyah, Imam Qutubi, das sind alles Bücher, wo ich dann über das Thema vorlese. Jetzt muss er normalerweise die Bücher auch hochheben und auch zeigen, dass das nicht stimmt. Ansonsten was? Schweigen, so wie die es tun. Und das zeigt wiederum was, dass die eigentlich gar keine Ahnung haben, dass sie entlarvt wurden, dass sie widerlegt wurden. Er sagt, nö, du hast sie noch gar nicht widerlegt. Wie? Wie, ey, wo, ganz ehrlich, also tickt man noch richtig? Also ganz ehrlich, meine Geschwister Islam und Nicht-Muslime und Christen, also wer das nicht sieht, wer so verblendet ist, ja, ich weiß nicht, der soll Kopf gegen die Wand hauen. Der soll irgendwo in die Ecke gehen und rumheulen. Ja, also es kann doch nicht wohl angehen, dass jemand so sagt, nee, du hast ihn keineswegs widerlegt. Alle seine Videos, die ich bis jetzt angeschaut habe, außer mit Aisha radiallahu anha, ja, das Video ist jetzt vorbereitet, das wird jetzt demnächst in den nächsten Tagen kommen, inshallah, wenn nichts passiert, ja, in den nächsten 5-6 Tagen wird es hochgeladen, ja, und ich habe alle die Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, habe ich widerlegt, und dann kam von euch keine Antwort, genauso auch von dir, aber wir schauen uns das jetzt mal weiter an, weil sonst dauert das Video wieder lange. So, wir gucken mal nach, was hier noch kommt. 2:37 sind wir hier. Erwähnt seine Frau, erwähnt sein Kind, ja. Du beleidigst ihn ständig, ja. Und redest über seine Vergangenheit, ja, wo er damals in der Rap-Szene aktiv war. Ja. Rap-Szene aktiv. Also nochmal. Seine Frau und seine Kinder. Erstmal habe ich seine Frau angeschrieben und seine Frau hat zurückgeschrieben. Und die meinte, guck mal, seine Frau.
Du hast schon mal zugegeben, dass ich Kontakt hatte mit seiner Frau. Ja, nochmal nebenbei, ja, dass du diesen Fehler gemacht hast. Weil Amir Rapur bringt es ja so rüber. Er bringt es ja nicht rüber direkt. Er sagt nicht direkt, du hast mit meiner Frau nicht geredet. Ja, er sagt, woher weiß man es denn? Ja, er nimmt es so bringt es so rüber, so wackelig so. Woher weiß man es denn? Kann auch sein, dass er nicht mit meiner Frau gesprochen hat. Irgendwie so auf diese Art und Weise. Und hier Elia Nathan sagt, du hast mit seiner Frau geschrieben. Das ist wiederum der Beweis, dass seine Frau geantwortet hat. Alhamdulillah. Danke. Barak Allah fiek. Okay, Barak Allah fiek nicht, aber du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall, du bestätigst gerade, dass ich mit Amir Arapur Frau gesprochen habe, also geschrieben habe. Und die hat zurückgeschrieben, was? Dass er kein Muslim ist. Schaut euch mal, meine Geschwister im Islam und nicht Muslime und Christen. Ich bin nicht scharf darauf, jemanden wie ein Stasi hinter jemanden Informationen zu sammeln, ja, über seine Vergangenheit. Das interessiert mich gar nicht, ganz ehrlich gesagt, weil jeder Mensch hat Fehler. Ich habe mehr Fehler, glaub mir, ja, damals getan. Das geht nicht um Fehler tun oder so. Erstmal geht es darum, dass Amir Arapur sich lächerlich gemacht hat, schon damals, dass er so ein Opfer war, so ein Mitläufer war, wie genauso wie heute. Sich gar nichts geändert hat. Zweitens geht es hier darum, dass diese Leute Aufmerksamkeit brauchen und daher sagen, dass sie Muslime waren, ja, Ex-Muslime waren. Und das zu behaupten, das ist wiederum mein Auftrag, meine Aufgabe, das zu recherchieren, ob das wirklich die Wahrheit ist. Weil immerhin geht es hier um Islam. Es geht hier um Islam, es geht nicht mehr um seine Person. Ja, weil am Ende behauptet er was, dass er ein Muslim war. Ja. Und ich habe seine Frau geschrieben, habe gesagt, ist denn er Muslim gewesen? Ja, und die Frau hat gesagt, niemals, keineswegs. Er war noch nie ein Muslim gewesen. Es war ein Heuchler gewesen. Ja, hat ihn genau beschrieben. Und ich habe das veröffentlicht. Und dass er ein Kind hat, das hat er so oder so schon in einem Video mal selber gesagt, dass er ein Kind hat. Ja, dass er ein Kind und so weiter hat. Das hat er in so einem alten Video mal gesagt, wo er, glaube ich, noch verheiratet war. Ja, also es ist ja auch kein Geheimnis. Und außerdem, was er getan hat, ist viel schlimmer. Er hat was getan? Er hat meine Adresse veröffentlicht, was ich niemals machen würde von Amir Arapur. Ja, denkst du, ich komme nicht auf seine Adresse? Ich weiß, wo er wohnt und so weiter, aber es interessiert mich gar nicht. Aber er veröffentlicht meine Adresse. Also wie gesagt, in diesem Video geht es mir nicht um die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist für mich unwichtig. Ja, es gibt so viele Christen, die Videos machen gegen Muslime und die, ich forsche auch nicht deren Vergangenheit. Aber sobald jemand sagt, er ist Ex-Muslim gewesen und behauptet, ein Muslim zu gewesen sein, damit er die Aufmerksamkeit bekommt, dann ist es wiederum anders. Ja, dann kannst du auch mal jemanden fragen, der privat die Person kennt und dann kann man es auch hochladen und zeigen, dass es doch nicht so stimmt. Aber die Vergangenheit von ihnen ist für mich vollkommen wurscht. Ja, ich habe ihn nur gezeigt, ja, was für ein Mitläufer er damals war, dass er heute immer noch ein Mitläufer ist, dass er ein Opfer damals war und heute immer noch ein Opfer ist, dass sich nichts geändert hat. Weil immer wieder von Christian Prince einfach die Sachen aufzuzählen und vorzulesen, das zeigt mir, wie armselig man ist. Ne? Er ist ein Armseliger, ja, nicht mehr, nicht weniger. Man kann dafür, das sieht man einfach ihn an, ne? Einfach, er hat gar keine Kenntnisse, freut sich da. Und dieses Christian Prince Buch, das ist eine Katastrophe, Fehler ohne Ende. Hadithe einfach verwendet, die Gelehrten komplett abgelehnt haben. Hadithe verdreht, Hadithe falsch interpretiert, Sachen eingefügt. Ja, zum Beispiel Elia Nathan haben wir auch schon widerlegt. Ne? Der hat es vergessen. Er meinte Bukhari. Wie viele Videos hat er runtergenommen aus seinem Kanal? Wie viele Videos hat er aus seinem Kanal runtergeladen, was mit mir zu tun hatte? Ja, er hat ein Video gemacht, gleich ein Livestream. Jo, eine arabische Bukhari steht das unten geschrieben. Das ist ein Bukhari geschrieben, steht, dass er einen Muslim getötet hat. Ja, und so. Da hat er irgendeine Seite gepostet, was mit Bukhari nichts zu tun hat und ganz andere Hadithe waren, ja, auf Arabisch. Ja, der weiß es ja gar nicht, ne? Der peilt es ja gar nicht. Und da haben wir ihn entlarvt, da hat er das Video runtergenommen. Im ersten Tag, wo ich mit einer Debatte gemacht habe, gleich danach hat er ein Video hochgeladen, hat er sofort wieder rausgenommen, das Video. Er hat schon 5 Videos, glaube ich, Allahu alam, zwischen 3 bis 5 Videos hat er auf jeden Fall rausgenommen, die ich selber gesehen habe. Ja, mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dass er auf einmal rausgenommen hat. Habe ich schon mal ein Video rausgenommen, was mit ihm war, mit ihm zu tun? Habe ich schon mal ein Video überhaupt rausgenommen? Ja. Also ich kann mich nur an einen einzigen Video erinnern, was ich rausgenommen habe und es hat mit Elia Nathan nichts zu tun. Ja? Und daher
Aber er hat mehrere Videos rausgenommen aus dem Grund, weil er ganz genau weiß, dass er Fehler macht. Fehler, Fehler, Fehler. Und er nimmt die Videos raus. Und manchmal macht er Fehler und merkt es gar nicht und lässt die Videos noch drinnen. Ja, dann hat er irgendwas gesagt mit, der Prophet wird angebetet, hat er auch rausgenommen. Er hat auch gemerkt, dass es Quatsch ist, ja, was er da sagt. Es ist ja voll peinlich gewesen, was er da gesagt hat. Das Video habe ich sogar noch auf mein Handy, habe ich hochgeladen. Ja, dazu komme ich auch noch und wird auch noch mal ein Video machen vielleicht, um zu zeigen, was für Video er, was er rausgenommen hat. Aber wir schauen uns mal weiter mal an, was er noch hier sagt. Wenn es das quasi, dass er nie ein Muslim gewesen ist. Ich meine, die Vergangenheit sollte man nicht erwähnen. Der hat sich ja im Knast... Die Vergangenheit sollte man nicht erwähnen. Es kommt immer auf die Vergangenheit an. Und von was hast du denn Angst? Und wenn man seine Vergangenheit gar nicht erwähnen sollte, warum erwähnt er immer selber seine Vergangenheit? Ex-Muslim, Ex-Muslim, Ex-Muslim. Wieso versucht er damit irgendwie zu profitieren, Klicks zu sammeln? Ihm geht es nur um Klicks. Nur um die Klicks zu sammeln. Nicht mehr, nicht weniger. Ja? Vergangenheit musst du nicht erwähnen. Klar musst du die Vergangenheit erwähnen, wenn es denn jemand ist, der lügt, der Lügen verbreitet. Ja? Der Lügen verbreitet. Und da musst du schon über die Vergangenheit reden. Das zeigt nochmal, dass die Vergangenheit richtig war. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, das ist eine Bestätigung. Weil er sagt ja nicht, die Vergangenheit war falsch und dies und das. Er sagt, nö, ja, nur du sollst die Vergangenheit nicht reden. Gucken wir weiter an. Ja, als er im Gefängnis saß, der hat seine Strafe bekommen für das, was er in der Vergangenheit getan hat. Und dann kam er zum Islam und somit hat er auch den Islam verlassen. Weil die Vergangenheit bestrafe, getan und dies und das. Herrn Jesus Christus gekommen ist. Ich meine, wenn die richtige Strafe kriegt er noch am jüngsten Tag. Ja? Jahannam wartet auf ihn. Ich sehe nur eine Hetze. Du gehst nicht auf seine Punkte ein. Du erwähnst noch nicht mal seine... Guck mal bitte an, was er hier sagt. Also es ist wirklich bekloppt. Das ist bekloppt. Du gehst nicht auf seine Punkte ein. Du erwähnst noch nicht mal seine Punkte, sondern du greifst ja ihn damit an. Ich meine... Schaut euch mal dieses Video hier, das dauert 1 Stunde und 30 Minuten. Und hier erwähne ich Bukhari, hier mehrere Tabari, Qutubi und so weiter, Hadith, Ibn Kessir und so weiter, alles vorgelesen aus diesen Büchern. Ich gehe die Punkte nicht ein, ich gehe von Sekunde zu Sekunde, von Minute zu Minute alle Argumente ein. Ja, und hier genauso, hier nehme ich alles aus Arabischem komplett, was die Gelehrten dazu gesagt haben und gehe auch seine Punkte ein. Komplett 23 Minuten, 32 Minuten nur ein Thema oder ein, zwei Thema. Nicht mehr, ja, hier über 90 Minuten, ja, nur, ich gehe Punkt für Punkt, gehe seine Sachen ein, aber er hat noch nicht mal einmal darauf geantwortet, weil er gar nicht antworten kann, weil er ganz genau weiß, dass er Lügen verbreitet, weil er ganz genau weiß, dass er gar nicht die Wahrheit spricht, weil er ganz genau weiß, dass Christian Prince ein Dajjal ist, ein Antichrist ist, ja, machen wir weiter hier. Du fähig bist zu einer Debatte, ja, dann schreib ihn doch einfach an oder schreib mich doch einfach an. Ich schreib dich definitiv nicht an, ja, weil du nichts auffassen kannst. Allahu Alam, wie soll ich mit dir diskutieren, wenn du nichts auffassen kannst, wenn du nichts verstehst? Wenn ich sage Baum, verstehst du einen Drucker, ja. Wenn ich sage Papier, verstehst du Gold. Ja, also verstehst, verdrehst manchmal Sachen und deswegen macht es da keinen Sinn, mit dir überhaupt zu diskutieren. Ja, aber irgendwann mal, wenn ich wirklich mal sage, okay, es traut sich keiner mehr mit mir, dann werde ich vielleicht doch nochmal zurückkommen, dann können wir auch mal reden über, ob Jesus Gott ist, aber nur das Thema auch. Warum das Thema, das werde ich gleich auch noch erklären. Eine Debatte führen, einfach übers Internet, um ganz einfach, man muss sich nicht die Mühe machen, irgendwo nach Berlin, und ich habe dir auch den Angebot gemacht, entweder mit mir oder Ami, dass wir uns in der Mitte treffen, dann können wir diese Debatte... Mitte, bei Ihnen ist Mitte Dortmund, da wo die alle wohnen, ja. Ich weiß ja, wo die ganzen wohnen. Ja, die wohnen da und die rufen mich da, wo sie gerade wohnen und sagen, das ist Mitte. Ich habe noch nie behauptet, dass Berlin Mitte ist. Ja, die wohnen da in der Ecke, ja, ja, da in der Ecke, wo die halt wohnen, sagen wir vielleicht ein paar Kilometer entfernt, aber es ist doch nicht Mitte. Und außerdem habe ich ja schon ein Video gemacht und gezeigt, dass du gesagt hast, ich werde nach Berlin kommen und mit dir diskutieren, ja, debattieren oder was auch immer. Du hast doch selber gesagt, du wirst nach Berlin kommen. Ja, und ja, du hast es selber gesagt, du wirst nach Berlin kommen. Ich habe nie überhaupt, ich würde zu euch kommen. Aber, Allahu Alam, wenn ich irgendwann mal wirklich mal in der Ecke bin, dann würde ich auch mal dahin kommen und mal gucken, ob ihr euch dann wenigstens traut. Ja, wenn ich da bin. Aber nicht mal dann werdet ihr runterkommen oder irgendwas machen. Weil ihr seid immer nur übers Internet. Ja, das war's, weil ihr ganz genau weißt, da könnt ihr eure Lügen verbreiten. Aber gucken wir weiter an. Und außerdem habe ich in diesem Video gesagt, wir können auch was machen? Im Internet machen, aber ich muss korrigieren, am Telefon.
Mit Amir Arapur aber, das werde ich auch am Ende erklären, warum mit Amir Arapur, nicht mit dir. Ja, oder das kann ich jetzt schon erklären. Weil, wenn ich dich widerlege, dein Gesicht zerstöre, ja, so mache aus dir, das wird niemanden interessieren. Die werden einfach sagen, ach, Elia Nathan ist doch sowieso ja, jemand, der nicht wusste, was er redet. Ja, so ungefähr, auf diese Art und Weise. Ja, die würden sowieso sagen, ach, das ist ein Dummer. Aber wenn ich Amir Arapur widerlege, weil dieser tut dir einen auf schlau, nicht, dass er schlau ist, der tut einen auf schlau. Ja, er tut einen auf schlau. Dann ist wiederum anders. Dann habe ich dich matt gemacht und Amir matt gemacht. Aber wenn ich dich matt mache, das reicht nicht aus. Deswegen, und ich will ja komplett Amir bloßstellen mit meinen ganzen Fragen und so weiter. Und nicht dich. Ja, ich will ja Amir Arapur zerstören. Aus dem Grund, weil ich dich dann schachmatt gemacht habe. Automatisch. Ja, automatisch. Ja, und aus dem Grund, weil du, dich nimmt keiner ernst. Ja, diese 154 gefällt mir, keine Ahnung. Ja, ob das überhaupt real ist, auch wenn, zeigt ja, dass 154 Leute einfach gestört sind. Tut mir leid, das ist die, also, guck mal, ich sag ganz ehrlich, Apologetik absolut, ich werde den Namen nochmal erwähnen, dieser Geschöpf, der hat wenigstens einigermaßen Wissen. Der hat wenigstens ein bisschen Wissen, guck mal, der hat nicht so viele Klicks, aber trotz allem hat er viel, 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 viel mehr Wissen als er. Und außerdem, der traut sich auch nicht. Aber egal, ja, das geht jetzt nicht um Apologetik absolut. Ich will ja auch jetzt gerade gar nicht angreifen. Aber auf jeden Fall hat er mehr Wissen. Und trotzdem hat er nicht mal ein Drittel von dem, nicht mal ein Drittel von dem Klicks hier, ja, oder ein Viertel. Anscheinend, wenn du sagst, du bist Ex-Muslim und dies und das, dann gewinnst du hier die ganzen Klicks. Ja, man denkt, oh, Ex-Muslim, ein Muslim, der Christ wurde. Eigentlich ist es voll Standard, dass ein Christ Muslim wurde. Ganz normal schon mittlerweile. Das interessiert keinen mehr. Aber andersrum schon. Ja? Und daher, obwohl dein Wissen 0,0 ist. Aber wie gesagt, mit dir nein. Aus dem Grund, weil du nichts auffassen kannst. Nicht, dazu komme ich gleich noch. Ja? Dazu komme ich noch gleich. Aber dass du ständig gegen ihn rumhetzt, da bist du... Das zeigt. Ihr hetzt doch gegenüber dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam ganzen Tag nur Lügen, Hadithe, die ihr gar nicht verstanden habt oder falsch interpretiert habt oder erfunden habt. Ja? Oder wiederum nicht sahih sind, keineswegs. Nur wie armselig das Ganze einfach ist. Ja? Er beschreibt es gerade. Ist ja nicht bei irgendwelchen Rap-Battles oder sonst was, sondern ist die Wahrheit. Und wenn du wirklich, wenn der Islam wirklich die Wahrheit ist, dann lass uns doch einfach eine Debatte führen. Lass uns einfach sehen, was ist wirklich. Und das ist so dumm, dass er gar nicht peilt, dass er so zerstört wird. Ganz ehrlich, wenn der mit mir mal reden würde, also ganz ehrlich, ja, also Amir hat 20% mehr, kann mehr machen als er. Er ist doch jemand, der gar nicht weiß. Nichts, 0,0. Drei Fragen und das zerstört. Die erste Frage hat Gott getötet oder Jesus getötet? Was hat er gesagt? Ja. Oder erstmal meinte er, nein, Jesus hat nicht getötet. Dann habe ich gesagt, Gott? Ja. Und dann irgendwann mal wieder, hat er sich voll widerlegt. Ja, das haben wir schon mal gehabt mit ihm. Ja, da könnt ihr auch nochmal sehen, am Ende des Videos werde ich das nochmal einblenden. Hat Jesus je befohlen zu töten? Nope. Hat Gott befohlen zu töten? Du meinst töten oder Kriege zu machen? Gott befohlen zu töten mit Kriege. Krieg und töten ist ganz was anderes. Eigentlich nicht, aber... Aber okay, sagen wir mal... Also hat Gott je befohlen, also jemanden befohlen zu töten? Natürlich, aber töten und Krieg ist ganz aber Jesus hat er, aber Jesus hat er nicht befohlen, hast du ja gesagt. Okay, also Jesus ist nicht Gott gewesen dann. Wie bitte? Dann war er Jesus nicht Gott, weil du gesagt hast, Jesus hat nicht befohlen, aber Gott hat befohlen. Also ist Jesus nicht Gott gewesen. Ja, verhöre mich und dann beantworte ich. Ja. Hat Jesus je befohlen, Kinder zu töten? Das Alte Testament und das Neue Testament sind dasselbe Fall. Wie bitte? Nochmal, ich habe nicht verstanden. Gott, also das Neue Testament und das Alte Testament, es ist dasselbe Gott. Der Vater und der Sohn sind sich total einstimmig.
Okay, das ist wieder, weil ich, das geht nur um die Frage, weißt du? Hat Jesus Ja. befohlen, Kinder zu töten? Ja. Ja. Okay, Ja. komisch. Vorher hast du gesagt nein, aber okay, das ist egal. Und außerdem ist es voller Schwachsinn, gegen mit euch über überhaupt den Islam zu reden. Aus dem Wunsch nur allein, weil ihr den Islam so oder so nicht annehmen wird. Auch wenn der Mohammed kommen würde und heute Wunder machen würde ohne Ende. Der Koran ist voller Wunder, voller. Und ihr greift den Koran auf brutalste Weise an. Das macht mit euch so oder so keinen Sinn. Aber reden wir mal einfach mal über Jesus, ob Jesus halt Gott in der Bibel ist. Ja, von mir aus über die Trinität und so weiter. Ja, weil ich gehe davon aus, dass die Trinität keineswegs 0,0 in der Bibel vorkommt. Auch nicht im Neuen Testament nirgendwo vorkommt. Nirgendwo. Ja, vorkommt. Aus meiner Seite kam ein Angebot, ja, von Armi Seite kam auch ein Angebot, ja. Dann werden wir mal sehen, ob der Arme sich traut. Ich habe jetzt gerade ein Angebot gemacht, ja, über Jesus, ob Jesus Gott ist in der Bibel, weil er immer wieder sagt, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, ich rufe zu Jesus, ja. Dann werden wir mal sehen, ob es die Wahrheit ist, ja. Dann soll er sich mal trauen, über das Thema mit mir zu reden. Eine Stunde, 2 Stunden. Danach können wir irgendwann mal ein anderes Mal über die Videos machen, die er hochgeladen hat, über den Islam. Dann auch nochmal eine Diskussion führen. Sehr gerne, kein Problem. Ja, ich bin offen, ja. Aber der Amir wird sich nicht trauen, Elia. Der Amir wird sich nicht trauen. Und von hier kommt nur Rumgelaber und greift die Person einfach an. Ja, rumlabber. Ja. Wir sehen ja gerade, wer labbert. Ja, und das werden wir auch in Zukunft sehen. Dass Armin dich rumboxen würde. Schau mal, was Ah. für eine Lüge du hier verbreitest. Ja, in seinem Text, ich habe den ganzen Text hier vor mir und in dem Text steht. Also, nochmal hier. Das ist wiederum der Beweis, warum ich mit Elia wieder nicht debattiere. Weil er Texte nicht auffassen kann und nicht versteht. Wenn er nicht mal so einen Satz versteht, so einen Text, ja, was Amir geschrieben hat, wenn er das nicht mal richtig versteht, ja, was jeder andere verstehen wird, sofort, dann kann ich doch nicht mit so einem Geschöpf eine Diskussion führen. Ja, weil er wird so oder so das, was ich sagen werde, wird er nicht verstehen. Er wird es verdrehen. Er wird aufhören. Sein Verstand hört irgendwann mal hier auf. Und dann geht er irgendwo, verschwindet irgendwo, ja. Und das ist wiederum der Beweis hier. Hört euch das bitte mal an. Würde. Schau mal, was für eine Lüge du hier verbreitest. Ja, in seinem Text, ich habe den ganzen Text hier vor mir und in dem Text steht, er hätte dich früher wirklich zusammengehauen. Aus seiner Vergangenheit hätte er das getan. Aber da Jesus Christus das nicht erlaubt, tut er das nicht. Er redet von früher und du verwendest das dann so, dass die Leute denken, er würde dich wirklich schlagen, jetzt, wo er sich bekehrt hat. Du solltest genau deine Aussagen genau überprüfen, was du sagst. Das machen wir Weil der gleich. ganze Text ist hier und der ganze Text kann gegen dich verwendet werden. Und das, was du tust, ist eine Straftat. Eine Straftat, ja, eine Straftat, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal gucken wir mal hier. Jetzt haben wir hier den Text. Was denkst du, wer du Munafik bist? Geh erstmal abnehmen. Schon mal so eine Beleidigung, geh mal erstmal abnehmen, ja. Das ist schon mal wieder so unverschämt. Würde ich niemals schreiben, geh mal abnehmen. Hey, würde ich niemals einen Christen schreiben. Bevor du große Töne spuckst, weißt du, was ich mit solchen Menschen wie dir in meiner Katastrophenzeit gemacht habe? Na, was hättest du gemacht? Abgestochen? Umgebracht? Getötet? Ja, haben wir gesehen, dein Babyface und wie du da rumeierst mit deinem Beatbox. Aber egal, ja? Hält mal deine Süße still. Wir können auch einen Boxkampf organisieren. Du gegen mich und wir gehen live. Sag Bescheid, kleiner Internet-Rambo. Also bis hierhin ist es Vergangenheit. Ab hierhin sagt er, hält mal deine Süße still. Das geht wieder um Zukunft und nicht mehr um Vergangenheit. Und hier sieht man ganz genau, du gegen mich und wir gehen live. Sag Bescheid. Wann will er mit mir live gehen? In Vergangenheit? Früher? In seiner Jahiliyyah, also ist immer noch in Jahiliyyah-Zeit, aber in seiner Rap-Szene da, ja, will er mit mir einen Beatbox machen, mit mir zusammen einen Track machen oder was? Ja? Hier steht geschrieben Vergangenheit bis hierhin und jetzt kommt er mit seiner Zukunft, hält mal deine Süße still, wir können auch einen Boxkampf organisieren? Fragezeichen. Eine Frage für die Zukunft, nicht für die Vergangenheit. Du gegen mich und wir gehen live, sag Bescheid, kleiner Internet-Drama. Aber das versteht Elia nicht. Er kann nur bis hierhin lesen und hier kann er nicht mehr auffassen, weil er nur bis hierhin versteht und das kann er nicht mehr verstehen, weil er das so verstehen will, wie er gerne haben will, nach seinen Wunschvorstellungen. Und wie soll ich mit so einem Menschen debattieren? Meine Geschwister im Islam und Nicht-Muslime und Christen, wie soll ich mit so einer Schlange
mit so einem Dummkopf, mit so einem, ja, subhanallah, wie soll ich mit so einem Menschen debattieren? Sag mir mal bitte. Er kann nicht mal diesen Text verstehen. Er versteht nicht mal, was Armin hier geschrieben hat. Und Armin lacht sich kaputt da, ey. Elia, du Depp, ja, denkt er sich innerlich, ja. Er wird es natürlich niemals aus dem Mund sagen, weil die sich gegenseitig ausnutzen, ja. Die nutzen sich ja gegenseitig aus. Aber am Ende, ja, habt ihr das selber gelesen? Es geht hier um die Zukunft. Also er bringt es so rüber, ob ich das so, ja, du musst mal gucken. Und dann kommt er mit einer Straftat. Das ist eine Straftat, ja. Was ist eine Straftat? Dass ich gesagt habe, dass er mit mir jetzt so boxen will und mit mir kämpfen will, was er hier geschrieben hat? Ja, was für ein Schwachsinn. Stellt euch mal vor, die ganzen Schauspieler und so weiter und die Medien berichten über die Schauspieler so Sachen, von mir aus sogar auch Lügen, Allahu Alam, ja. Und am Ende ist es eine Straftat, ne, wenn die das machen. Aber es ist keine Straftat, dass die was machen? Meine Adresse veröffentlichen, ja, meine Adresse zu veröffentlichen, das haben die getan, ja. Und es war auch kein Geheimnis. Er hat es so rübergebracht. Ich weiß auch, wo du wohnst, Ramazan. Ja, das ist doch kein Geheimnis. Ich habe einen Online-Shop. Ja, und das wissen einige, haben das gesehen. Ich habe schon einige Sachen über Facebook, über Instagram hochgeladen, gepostet und so weiter. Und es kann durchaus sein, dass jemand mal dann auf die Internetseite gesehen hat, meine Adresse und so. Also was heißt die Adresse? Die Adresse, die sie eingetragen ist, sagen wir mal lieber so. Ja, aber am Ende... Es ist kein Geheimnis gewesen und das ist eine Straftat, weil wenn du meine Adresse irgendwo veröffentlicht und irgendeiner kommt hier rein und macht eine Sache und es hat von mir aus mit dir nichts zu tun, ja, mit euch, trotz allem kann ich gegenüber euch eine Anzeige machen, weil ihr wird beschuldigt, weil ihr meine Adresse veröffentlicht habt. Das heißt, wenn hier ein Raub passiert, morgen oder übermorgen, ja, und da kommt jemand hier rein, ja, und ja, macht irgendwas, passiert irgendwas, ja, dann seid ihr schuldig, weil ihr meine Adresse veröffentlicht habt. So einfach ist es. Aber das fällt euch gar nicht ein. Ihr merkt es gar nicht, was ihr da macht. Ja, so verwirrt seid ihr. Ja, so verwirrt seid ihr. Einfach nur. Und am Ende sagst du, das ist eine Straftat. Ja, hier, das ist keine Straftat, dass er mit mir einen Kampf organisieren will, live, dass er mit mir zusammen kämpfen will. Dann sagst du was? Versuchst du immer wieder eine Entschuldigung zu suchen für deinen angeblichen Heuchlerbruder. Der wird es sowieso, der nimmt dich gar nicht ernst eigentlich, ja, der nutzt dich nur aus. Aber egal, das wirst du gar nicht verstehen, das wirst du am jüngsten Tag sehen, ja, inshallah. Aber am Ende will er mit mir kämpfen und das ist nicht schlimm. Und meine Adresse veröffentlicht er online, also sagen wir die Adresse, die eingetragen ist, also alle könnten das sehen, ja. Und das ist kein Straftat, das ist nicht schlimm. Aber es ist schlimm, dass ich das einfach zitiert habe, also das einfach wiedergegeben habe, was Amir hier gepostet hat. Mehr habe ich ja nicht getan. Ne? Aber das zeigt wiederum was, dass du einfach wirklich dumm bist. Also es ist jetzt keine Beleidigung. Tut mir wirklich sehr leid, wenn einige Christen denken, das ist eine Beleidigung. Ich beleidige gerade jetzt Elia. Das ist keine Beleidigung, das ist eine Tatsache. Man muss es einfach wahrnehmen. Einige Sachen muss man wahrnehmen. Ne? Einige Sachen muss man wahrnehmen. Wenn das private Nachrichten, wo wir zusammen geschrieben haben, hast du mich auch beleidigt, obwohl ich dich nicht beleidigt habe. Also wie gesagt, ich habe dir Dummkopf gesagt, Schlange gesagt, dies und das. Und wenn du das als Beleidigung siehst, gerne, dann habe ich dich beleidigt. Aber, du hast auch Einladung zur Gehirnwäsche genannt. Du hast auch mal so Sachen gesagt. Aber Kindergarten, du hast mich nicht beleidigt. Ich habe dich beleidigt. Das ist wirklich ein Kindergarten. Verwenden, soll ich das auch öffentlich machen? Was willst du veröffentlichen? Dann mach das doch bitte. Bitte mach das. Mach das bitte. Mach doch auch bitte eine Anzeige. Ja, die Polizei lacht sich doch kaputt, ja, über so solche Deppen wie euch. Tue ich aber nicht, weil ich das gar nicht nötig habe. Gott ist Gott. Weil du es gar nicht kannst. Und der Jesus Christus sagt, mach einem Menschen niemanden schlecht, sondern rede Gutes über ihn. Ja, ich rede so gut über den Propheten Mohammed, über den Islam, nur Lügen und so weiter. Aber ich bin nie persönlich gegen dich rumgehetzt oder habe dich beleidigt, sondern ich bin immer auf deine Lügenpunkte eingegangen. Und hab dich immer... Deine ganzen Videos sind alles Lügen. Nur Lügen. Eine Minute guckst du an, du wirst verrückt. Zum Beispiel... Allein hier zum Beispiel haben wir auch ein Video hier gemacht. Jetzt geht hier die Maus nicht, jetzt geht's wieder. So, hier. Taqiyya. Wir haben gezeigt, dass Jesus in der Bibel aufgefordert hat, dass sie lügen sollen.
das Taqiyya gemacht hat, Jesus, dass Abraham laut Bibel und so weiter, dass er Taqiyya gemacht hat, dass er, ja, und so weiter, das haben wir hier in diesem Video gezeigt, aber was kommt, kommt nichts, einfach ignorieren, ja, statt mein Video wieder einzugehen und zu sagen, nein, Jesus hat nicht gelogen, Jesus sagt, wenn, sagt nicht, dass ihr den Messias gesehen habt, sagt nicht, dass ich der Prophet bin, sagt nicht, dass ich das und das bin, das ist eine Lüge, man soll hingehen und nichts sagen, ja, nicht, also man soll in dem Moment dann lügen, ja, aber das hast du auch nicht ernst genommen. Wo ich gesagt habe, dass Muslime sagen, ein Jesus war ein Muslim, weil er Bart hatte. Und das beste Beweis, jeder Zweite sagt das. Und du tust dann so, dass... Jeder Zweite behauptet, mach mal bitte die Kamera wieder auf mich, oh, das ist ja wirklich anstrengend, solche Menschen soll... Jeder Zweite sagt, dass Jesus, also Muslim, jeder Zweite Muslim sagt, dass Jesus, al-Salam, ein Muslim ist, aus dem Grund, weil er einen Bart trägt. Ich bin ein Muslim. Es sagt nein, stimmt nicht, ist eine Lüge. Kameramann, nein, ist eine Lüge. Jetzt schon mal zwei Personen haben schon mal gesagt nein. Also jede zweite ist schon mal eine große Lüge, schon mal jetzt. Und ich kenne auch keinen einzigen Muslim, der das sagt, Jesus ist ein Muslim, weil er einen Bart hat. Ja, Bart haben, zusätzlich beten, zusätzlich Allah anbeten, ja, dass man glaubt an Allah, dass er der einzig, ja, Gott ist und so weiter. Das sind halt so Sachen, ein Gesamtpaket. Wenn du alles zusammen reinpackst, dann kannst du sagen. Aber nur Bart kann man nicht sagen, weil es gibt Leute, die Bart haben und diesen Rocker. Es gibt Bart, diesen Buddhisten, die haben so einen Bart. Es gibt Zauberer, die haben Bart und was weiß ich was, ja. Oder Herr der Ringe, die haben auch Bart, ja. Und die Juden haben auch Bart. Es gibt auch Christen, die haben Bart, ja. Es gibt von allen Völkern Leute, die Bart haben. Das ist doch kein Beweis dafür. Das ist nur ein Grund von vielen. Ein Beispiel von mehreren Sachen. Bart tragen, zum Beispiel beten, dass er sich niedergeworfen hat, ja. Und so weiter, dass er nur Gott allein angebetet hat. Unter den Propheten auch wiederum und nicht unter den Menschen, ja. Und das alles drum und dran ist ein Komplettpaket. Und dann kannst du sagen, okay, ja, er ist ein Muslim aus dem Grund und so weiter. Aber nicht wegen einem Bart. Jeder Zweite behauptet es immer. Nur weil ein Depp gesagt hat, es hat auch Bart getragen. Ja, ja, toll. Ja, das hat nichts zu sagen. Du kannst doch nicht einfach aus zwei Leuten, kannst du nicht einfach ein Dings da machen, komplett alle Konsens machen. Ja, Konsens daraus ziehen. Ja, Konsens der Gelehrten ist, jemand, der Bart trägt, ist nicht gleich Muslim. Keineswegs, das ist ein Konsens, ja, der aller Gelehrten, ja, das dazu nicht gehört. Also voll lächerlich und wieder peinlich, ja, dass man so wie ein Kindergarten, ja, dass man an sowas, wie kommt man an sowas? Wegen sowas macht man noch kein Video. Das erwähnt man doch gar nicht, ja. Auch wenn ein Muslim es gesagt hat, das erwähnt man doch gar nicht. Gucken wir mal weiter an. Peinlich. Wer und welcher Muslim sagt das überhaupt? Ja, bist bekloppt, genau das bist du. Hier einfach nur, dass du total einfach deine Aussagen solltest du wirklich überprüfen. ach, überprüfen. Also ich überprüfe jede Minute, jede Sekunde. Merkst du nicht gerade? Guck mal, 6 Minuten 39, wir haben alles. Wie oft haben wir gestoppt gerade? Ja, wir machen ein ganzes Video. Und so viele Fehler hat er schon gemacht. Ja, und immer wieder guckt er sich in den Spiegel und beschreibt es selber. Das machen die immer wieder. Ja, und ich mache dir nochmal ein Angebot. Nimm die Debatte einfach an. Komm einfach übers YouTube. Ich komme nicht über YouTube und nicht gegen dich, weil du nichts auffassen kannst. Nochmal. Und das ist wiederum der Beweis dafür, weil wir schon den ganzen Tag schon zeigen. Aber gucken wir mal weiter an, was er noch hier sagt. Was haben wir dann noch hier? Ja, glaube ich noch. Irgendwas haben wir bestimmt hier noch. Bist ja gegen Amir so speziell. Geh einfach auf Amir ein, ja, und nimm seine Debatte an. Keiner von uns beiden hat Angst vor dir, oder? Ja, Amir gerne, übers Telefon gerne. Neutral, ein neutraler Ort. Jesus Gott ist. Gott in der Bibel. Weil er behauptet, er ruft da immer wieder auch zu Jesus auf. Ein Bibelwissen. Du behauptest ja, dass wir Antichristen sind. Du weißt gar nicht, was ein Antichrist ist. Denn du verwendest, sagst, wir akzeptieren doch Jesus. Nein, ihr akzeptiert ihn nicht als den Sohn. Ihr akzeptiert ihn nicht als Gott. Das ist das Problem. Und im 1. Johannes sagt... Also, wir akzeptieren Jesus nicht als Gott. Erstmal das. Ja? Wir sagen was? Jesus hat noch nie gesagt, dass er Gott ist. Deswegen, warum sollen wir denn akzeptieren? Erstmal das und zweitens die Bibel sowieso verfälscht. Aber trotz allem hat er nicht die Eigenschaften von Gottes und er ist nicht Gott in der Bibel, weil er es selber sagt, weil Jesus selber bezeugt, dass er kein Gott ist. Zweitens,
Sohn Gottes, glauben wir nicht daran. Ich habe ein Video gemacht über eine Stunde und gezeigt, dass Sohn Gottes Diener Gottes gemeint ist. Die Söhne Gottes sind auch was in Genesis? Die Engel gemeint. Ja, die Engel, die einen Geschlechtsverkehr mit Frauen hatten. Ja, wirst du daran jetzt glauben? Söhne Gottes steht da geschrieben. Hatten Geschlechtsverkehr mit Frauen gehabt und dann sind Riesen entstanden dadurch. Ja, also, ja, und so weiter. Also steht geschrieben, ganz normal, die hellenistische, kannst du die Kamera nicht machen? Letzter Abschnitt, so gut wie. Also die hellenistischen Juden, die haben damals geglaubt, Sohn Gottes wortwörtlich genommen. Und die Juden, ja, die ganz normalen Juden, die nicht hellenistisch waren, geprägt waren, die nicht von Griechen und von Götterei und Söhne Gottes und dies und das, Zeus, Mäus und Söhne und so weiter, nicht geprägt waren, haben daran geglaubt, dass es Diener Gottes gemeint ist. Ja, Diener Gottes. Und dazu mache ich ein Video 90 Minuten lang und zeige das komplett von Martin Hengel. Ja, das ist jemand, der auch ein Theologe ist. Ja, das Video werde ich auch hier hoch einblenden, da könnt ihr einfach raufklicken oder am Ende des Videos werde ich auch nochmal einblenden, damit man auch nochmal raufklickt und sieht. Und in diesem Video sage ich klar und deutlich, beweist aus deren Schriften, aus deren Bücher, dass aus deren Gelehrten, ja, dass Sohn Gottes bei deren Gelehrten, dass es Diener Gottes gemeint war, jemand, der fromm war oder ein König gemeint ist, der Gottes Gebote gehalten hat. Ja, jemand und so weiter. Es gibt mehrere Meinungen, aber Sohn Gottes wortwörtlich, der Vater und der Sohn, der leibliche Sohn von Jesus, von Jesus war Gott gewesen, der Vater. Haben wir auch schon gesagt, Hiob, Kapitel 9, Vers 5, was sagt er? Der Vater des Regens, ja, wo Regen und Vater, ja. Also es zeigt schon mal, dass es metaphorisch gemeint ist oder Rab, der Herrscher und so weiter. Aber das haben wir schon in mehreren Sachen bewiesen, das könnt ihr gerne mal das Video mal anschauen, ja, und nochmal, in der Zeit von Jesus und davor haben die nicht geglaubt, dass Sohn Gottes damit was gemeint ist, der leibliche Sohn Gottes gemeint ist, sondern Diener Gottes, Engel Gottes, jemand, ein König Gottes und so weiter. Ja, aber nicht wortwörtlich genommen. Komm, zeig mir, das ging, beweise das, widerlege mein Video, was ich gemacht habe. Komm, widerlege das. Ja, aber kannst du gar nicht tun. Gucken wir uns bitte weiter an. Das erkennt man daran, dass er nicht ins Fleisch gekommen ist. Das heißt hier, auch hier wortwörtlich übersetzt, wenn ich bekenne, dass Jesus Christus der Gott ist, er ist der Antichrist. Ja, überleg mal, ist er Gott, zu Gott erklären jemanden und dann bin ich der Antichrist. Was für ein Quatsch, das ist doch genau der Antichrist, der sagt, ich bin Gott. Der behauptet, das ist Gott. Das ist doch antichristlich. Warum soll eine Sache, Gott ist doch frei von sowas. Es ist doch logisch, oder? Wenn jemand mal wirklich mal nachdenken würde, würde ganz genau wissen, was Antichrist ist. Antichrist ist jemand, der fest davon überzeugt ist, dass seine Religion die Wahrheit ist, indem er daran glaubt, dass Jesus Gott ist. Das ist ein Antichrist. Weil Jesus al-Salam das nirgendwo in der Bibel gesagt hat. In den vier Evangelien, Matthäus, Lukas, Johannes, ja, und so weiter. Hatte das, und Markus, hatte das keineswegs gesagt, bezeugt, dass er Gott ist, aber genau das Gegenteil hat er bezeugt, dass er ein Gesandter ist, dass er ein Prophet ist und so weiter. Das haben wir schon so viele Videos gemacht, gezeigt, ja, und die verstehen das gar nicht, ja. Die gehen nach einer Religion von Marcion. Marcion war derjenige gewesen, der Sektenführer Marcion war derjenige gewesen, der diese Lehre gebracht hat, ja, ja, und den Paulus erfunden hat und so weiter, ja, das werden wir dazu auch noch kommen. Und zeigen, ja, das ist einfach ein Glaube von der Kirche. Die Kirche doch. Die sagen mal, wir sind gegen die katholischen Kirche. Nein, seid ihr gar nicht. Die katholische Kirche hat es doch erfunden, diese Jesus-Gott-Geschichte. Ja, von Griechen übernommen. Ja, von griechischen Mythologie. Ja, komplett übernommen. Ja, und, aber egal. Ich hatte eine Debatte gehabt gegen Shirt Hamza. Der Shirt Hamza. Ja. Wie? Dann hier, Jesus erscheint im Traum. Und wenn jemand ein Christ wird wegen einem Traum, der tut mir wirklich leid. Wenn jemand ein Muslim wird wegen einem Traum, tut er irgendwie mir auch leid. Wegen einem Traum. Nur wegen einem Traum. Eigentlich soll ich dir eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken. Aber ich habe eine tolle Nachricht. Er schenkt mir Aufmerksamkeit. Er schenkt sich doch selber Aufmerksamkeit, indem er behauptet, er ist Ex-Muslim. Nur aus dem Grund hat er doch diese Aufrufe, weil er den Islam benutzt. Weil diese Menschen, diese Geschöpfe benutzen einfach den Islam. Nicht mehr, nicht weniger. Und aus dem Grund haben die diese ganzen Aufrufe durch den Islam, weil die behaupten, die sind Ex-Muslime. Weil das Christentum ganz genau weiß, Ex-Muslim, okay. Ja, weil es so wenige von denen gibt, deswegen kriegen die Aufmerksamkeit. Ich freue mich so sehr, dass die Arbeit nicht umsonst ist. Ja, wir, also ich. Also er sagt, die Arbeit ist nicht umsonst gewesen, weil einer angeblich sich konvertiert hat zum Islam, ein Schia Hamza. Ja.
Im Traum hatte Jesus gesehen. Also erstmal, die Schia Hamza hat das noch nie bestätigt und noch nie behauptet, dass er jetzt Christ werden will oder die vorhat, aber irgendwie hat er das erfahren. Und wenn es dann wahr ist, dann ist es armselig erstmal. Ja, aber ich will jetzt über die Person nichts reden, aber er findet das, was? Er findet die Arbeit nicht umsonst, sagt in 8 Minuten 12. Erstmal die Arbeit, auch wenn ich gar keinen Aufruf habe, nichts 0,0, spielt für mich gar keine Rolle. Die Arbeit ist nie umsonst bei Allah. Die wird immer wieder bei Allah, solange man nicht Augendienerei macht, wird die bei Allah anerkannt. Egal, ob da sich konvertiert jemand, egal, ob jemand den Islam annimmt. Spielt für mich gar keine Rolle, ob ich hier 0,001 Aufrufe habe, ja, nur einen einzigen Aufruf habe. Spielt keine Rolle, solange ich das für Allah mache, dann wird bei mir mein Gott das aufnehmen. Aber was macht sein Gott, sein Verständnis, sagen wir mal so? Und vor kurzem habe ich erfahren, dass Jesus Christus in dem Traum erschienen ist und ihn aufgefordert hat zu einer Nachfolge. Und hier sehen wir auch die Frucht. Jetzt hört mal. Und ich freue mich so sehr, dass die Arbeit nicht umsonst ist. Ja. Ich freue mich sehr, dass die Arbeit nicht umsonst ist. Also ist die Arbeit umsonst, weil er umsonst Müll redet. Ja, also das heißt, dass es von Gott gar nicht die Arbeit anerkannt wird. Ja, dass er davon gar nicht ausgeht, dass die Arbeit nur in diesseits halt belohnt wird, wenn er die Menschen in die Irre führt. Ja? Aber bei uns ist es anders, wie gesagt, das habe ich schon gesagt. Jetzt gucken wir mal hier weiter nochmal an. Was kommt hier noch? Irgendwann müssen wir auch mal ein Ende machen, weil das ist ja wirklich Zeitverschwendung eigentlich. Ja. Ein Angebot steht immer noch offen. Lieber Ramazan, komm zu einer Debatte. Wir führen eine sachliche Debatte übers Internet. Haben wir gesehen. Statt immer nur diese Rumgehetzerei oder wie auch immer. Anscheinend geht es hier einfach nur um die Klicks. Ja, du verwendest Amir Adepour oder auch meine Klicks. Meine Klicks. Ich verwende euch, weil ihr einfach, weil ich immer wieder Videos bekomme von Muslimen, komm, widerleg den mal, widerleg mal und dies und das. Dann gucke ich mir die Videos an und widerlege so. Ich gehe jetzt nicht auf deinen Kanal und gucke mir die ganzen Videos von dir an. Ja? Keineswegs, ich habe gar keine Zeit für sowas. Ich finde es sowieso Zeitverschwendung, eure ganzen Videos allein zu widerlegen, schon Zeitverschwendung, finde ich. Zeitverschwendung in dem Sinne, ja, weil ihr einfach Deppen seid, ja, weil ihr einfach auf den Kopf gefallen seid. Also mit euch, nicht um die Muslime. Die Dawa, klar, ja, die ist da. Will ich jetzt nicht erheben, aber du verwendest immer den Namen und auch meinen Namen schreibst du auch falsch, aber wie auch immer. Ja, weil ich deinen Namen falsch schreibe, aus dem Grund, weil du einfach, mach mal die Kamera wieder auf mich, ein letztes oder vorletztes Mal. Ich schreibe deinen Namen falsch. Ja, du kannst nicht mal meinen Namen, was heißt mein Namen? YouTube, ja, Namen, ja. Oder wie auch immer, die Seitennamen, kannst nicht mal richtig aussprechen. Einladung zur Gehirnwäsche, ja. Und zweitens heißt du gar nicht Elia Nathan. Auch wenn ich dich mit H oder ohne H, spielt doch gar keine Rolle für dich. Weil du heißt doch Michael. Deine Mutter, dein Vater haben dich Michael genannt. Aber du stehst nicht dazu. Du willst nicht nach Engel Michael genannt werden. Nach was wirst du benannt werden? Nach was anderes. Aber trotz allem haben deine Eltern dich so benannt, ja. Und zeig mir mal deinen Namen auf deinen Ausweis oder Geburtsurkunde oder was auch immer. Ja? Zeig doch mir mal bitte mal deinen Namen, wie du damals hieß, als du geboren warst. Michael oder Elia. Ja? Hör mal weiter. Und wenn du mit dem zweiten Namen Elia hieß, dann zeig uns das doch mal einfach mal. Ne? Kann ja sein, dass du mit zweiten Namen Elia heißt. Zeig uns mal. Verwendest das gegen mich. In der Debatte, als ich gegen dich geführt hatte, hast du 1000 Teile geschnitten, um mich vor den Leuten schlecht zu machen. Schlecht zu machen? Zeig mir mal eine Sache, wo ich schlecht gemacht habe. Ich habe nur die Debatte gezeigt und du hast aufgelegt. Du hast am Ende einfach aufgelegt. Du warst nicht mal würdig, bis Ende mit mir die Diskussion zu führen. Und außerdem ist die Debatte komplett online. Was willst du überhaupt? So war doch abgemacht, dass wir die Debatte komplett online stellen. Und das habe ich doch getan. Ja, das habe ich getan. Ich verstehe gar nicht, was dein Problem gerade ist. Und du hast es am Ende aufgelegt, weil du irgendwie gemerkt hast, dass du Müll redest und dass du widerlegt wurdest, dass du gar keine Antwort mehr hast, hast du irgendwann mal aufgelegt, ja. Du bist der größte Hetzer überhaupt, denn ich habe Dinge gesagt, die du anders verwendest und umgedreht hast, wo ich angeblich, dass ich für ISIS bin. Das habe ich niemals behauptet. Du hast gesagt, du kommst mit ISIS nach Berlin. Viel schlimmer geht's gar nicht. Also wenn du mit sagst, du kommst mit ISIS nach Berlin, mit ISIS sogar noch, hast du gesagt, das kann ich mich gut erinnern. Also ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Also ich würde jetzt nicht mit ISIS nach Dortmund oder nach da wo du wohnst gerade kommen, ja, wo du auch wohnst oder die Ecke. Und außerdem habe ich das ganze komplette Abschnitt dazu, zu diesem Thema mit ISIS und mit dir
reingestellt und nicht irgendwas geschnitten da. Also das heißt, ich habe komplett das, was du da gesagt hast, habe ich komplett reingemacht. Mehr habe ich da nicht. Mehr hast du auch dazu nicht gesagt. Du hast ja, du wirst mit ISIS nach Berlin kommen. Und das war für mich schon krank gewesen, ne, dass du überhaupt mit ISIS nach Berlin kommen willst. Und komm nicht mit Knast und dies und das. Du hast gesagt, du wirst mit ISIS nach Berlin kommen. Ja, dass du überhaupt dich traust, mit jemandem, der mit ISIS in Verbindung gebracht wird, dass du dich mit dem triffst und dann noch traust, mit dem zusammen eine Fahrt durchzuführen nach Berlin. Ja, das zeigt schon, wie krank du bist. Ja, aber machen wir mal hier weiter. Weil die Scharia hat nichts, hat keinen Platz in einem demokratischen Staat. Und das hat er jetzt von Abdul, dazu komme ich auch noch, mache ich auch immer mal ein Video, ja, weil Abdul jetzt vor kurzem gesagt hat, Scharia hat hier in Deutschland nichts zu suchen. So eine Kopie, einfach nur Kopie, ja, einfach nur Kopie. Dieser Abdul, der hat gar kein Wissen, 0,0. Mehr als du hat er wenigstens Verstand, sage ich ganz ehrlich, der hat mehr Verstand als du, aber er hat kein Wissen und das werde ich auch in einem Video zeigen. Dann gucken wir mal an, ob die Christen, Juden hier überhaupt leben dürfen, ja, laut deinem Verständnis, ja, laut deinem Verständnis, ja. Also jemand, der für die Scharia ist, du weißt gar nicht, was die Scharia bedeutet, was die Scharia heißt, was der Prophet Sassam gesagt hat, was er seinen Sahaba geschickt hat an nicht-muslimischen Ländern, was er dazu gesagt hat. Hat er gesagt, macht Dschihad, kämpft, aber dazu werde ich noch ein ausführliches Video machen und zeigen. Also die kennen nur ein paar Hadithe von Christian Prinz, von einigen Islamkritikern, das war es, mehr nicht. Und das ist deren Problem, dass sie einfach nicht Wissen sammeln, komplettes Wissen, dass sie einfach nur ein Wissen mit ein paar Hadithen, die man falsch verstehen kann, aufnimmt, ja, zum Beispiel, der Professor Sam hat doch gesagt, bekämpft die bis zum Schluss und dies und das, bis die la 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 sagen, bis sie bezeugen, dass keiner Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Die wissen gar nicht, dass das ganz was anderes gemeint ist, dass das nicht gemeint ist, dass man rausgehen soll und die Leute bekämpfen soll, dass damit nichts zu tun hat, ja, das verstehen die gar nicht, weil es gibt auch andere Hadithe, wo er seine Sahabi, seine Gefährten rausschickt zu den Kuffar in Medina, in der Zeit, wo er die Obermacht hat. Und er sagt nicht, geh die töten, geht die das und das machen, ja. Aber das verstehen diese Leute nicht, weil diese Hadithe gar nicht kennen. Die werden manipuliert von irgendwelchen was? Leuten, die einfach, ich würde mal sagen, Gehirnwäsche, ja, Gehirnwäsche bekommen. Das Blut ist jetzt nicht perfekt, ist die Demokratie trotzdem ein Mensch, der den Ungläubigen hasst. Wir gucken auch in der Bibel, was zur Demokratie steht. Das können wir auch mal gucken, ne? Den Tod auffordert, weil sie kein Jizya zahlen oder wie auch immer. Weil die mit deinem Jizya. Das Einzige, was sie kennen, ist Jizya, Mizya, Jizya, Mizya. Ja, die wissen gar nicht, wann Jizya gezahlt wird, wann nicht. In einem Kufu-Land, Darul Hab, Darul Islam. Ja, dass es da mehrere Sachen gibt. Der Islam ist ist was anderes, ja. Das ist in einem Land der Nicht-Muslimen, dass man da keine Jizya bezahlt. Ja, das ist wirklich anstrengend. Die hat hier keinen Platz verloren. Deswegen sage ich euch einfach, für alle Muslime, liest die Bibel. Also ich habe hier nichts zu suchen, sagen die. Also Leute, die einfach für die Scharia sind, Leute, die sagen, Koran ist die Wahrheit, Koran ist die Wahrheit, die haben hier nichts zu suchen. Muslime haben hier nichts zu suchen. Alle Muslime. Alles andere ist ja nicht Muslim. Ja? Also alle Muslime haben hier nichts zu suchen, obwohl es ein Religionsfreiheit hier gibt. Das heißt, ich kann durchaus sagen, die Scharia und der Islam ist die Wahrheit. Ist das beste Gesetzgebung. Darf ich sagen. Ich bin frei davon. Ich darf es sagen. Aber trotz allem dürfen die hier nichts suchen. Also die sind gegen die Demokratie eigentlich, gegen die Gesetze. Ne? Gegen die heutigen Gesetze in Deutschland sind die eigentlich. Weil das Gesetz erlaubt mir, das zu sagen. Das auszuüben, komplett alles, das ist wieder was anderes. Aber das zu sagen darf ich. Was Hass Liebe verwandelt wird. Und ich mache dir noch ein Angebot, schreib mich einfach an. Ansonsten ist das mein letztes jetzt guck mal. Video wirklich an dich, du, damit euer Herz aus Hass Liebe verwandelt wird. Und ich mache dir noch ein Angebot, schreib mich einfach an. Ansonsten ist das mein letztes Video wirklich an dich. Wie oft hat er es gesagt, das ist mein letztes Video? Er hat es schon so oft gesagt, mindestens 4-5 Mal habe ich das gehört. Hälfte von den Videos hat er schon rausgenommen. Er hat gesagt, immer das letzte Video, aber hat am Ende immer wieder die Videos rausgenommen. Oder es war doch nicht das letzte Video gewesen. Ne? Und das ist wiederum, ich habe gesagt, ich werde erstmal, solange du nicht übertreibst, werde ich erstmal gegen dich keine Videos machen. Ich habe dir nie gesagt, das letzte Video. Du hast wortwörtlich gesagt, dein letzte Video, jetzt sagst du wieder, das letzte Video, ja, und so. Also, peinlich, oder? Ganz ehrlich. Also, ich würde mit dir nicht debattieren, nicht mit dir diskutieren, mit Amir Arapur gerne immer noch am Telefon. Über was? Über Jesus, ob er Gott ist, weil das andere macht für euch keinen Sinn. Das mache ich ja sowieso, widerlege ich ja sowieso. Und die ganzen Videos, die ihr oder die er gemacht hat bis jetzt,
ja, die ich widerlegt habe. Dazu können wir gerne ein Video machen. Und irgendwann mal, nachdem wir dann über Jesus, ob er Gott ist, in der Bibel gemacht haben, können wir dann auch ein Thema machen, zum Beispiel über Taria von mir aus, ja, über das hier, ja, was er hier gesagt hat, oder über das hier satanische Verse. Da können wir gerne mal reden und sehen, mal gucken, was aus den Büchern wirklich steht. Ja. Ich glaube, das war's auch. Hier haben wir noch einen Text hier von ihm hier. Hier haben wir noch einen Text von ihm hier, was er hier geschrieben hat. Lass ihn, Bruder, weil er ganz genau weiß, lass ihn, Bruder, Elia, mach's nicht schlimmer, pass auf, ey, wenn du den Ramazan noch ein bisschen hier ärgerst, dann wird er mich nochmal herausfordern, lass ihn lieber, ja, und dann kann ich nicht, weil ich ganz genau weiß, dass er mich widerlegt, wenn es um Jesus geht, dass Jesus nicht Gott, weil Jesus ist ja nicht Gott in der Bibel, so ungefähr. Ich habe Raum den Zorn Gottes gegeben, ach, Zorn Gottes, Gott ist zornig, seit wann denn? Ich denke, das ist ein barmherziger, jemand, der nur liebt, kein Zorn hat, für die Sünden der Menschen gestorben ist, ja, aber Zorn Gottes kommt zwischendurch auch mal vor, gegeben und er hat sich seine angenommen, weil wir uns ja nicht rächen sollen, aha, ihr sollt euch nicht rächen, warum hast du das Ganze hier geschrieben, was wir hier gerade gezeigt haben, du sollst dich nicht rächen, die ganzen Lügen und Verleugnungen, wo wir außenstehende Personen geraten haben, dass ich die Anzeigen, dass ich ihn anzeigen soll, habe ich es dennoch nicht gemacht. Bitte, Amir, tu das, bitte. Ja, dennoch genau. Wenn du willst, irgendwann mal, ja, also, subhanallah, guck mal hier. So, guckt euch mal bitte mal hier an, was ihr hier schreibt. Ja? Vor kurzem noch, nichts. Hier, bla bla, hält mal deine Süße still. Wir können auch einen Boxkampf organisieren. Du gegen mich und wir gegen live. Sag Bescheid, kleiner Internet-Rambo. Der will sich nicht rächen. Und dann, was macht er dann? Er veröffentlicht meine Adresse. Nachdem ich mit seiner Frau was geschrieben habe so und so, hat er meine Adresse unter einem Video von ihm veröffentlicht. Er veröffentlicht meine Adresse. Ist das nicht rächen gemeint? Ist er nicht ein Heuchler, was er hier geschrieben hat? Ja, hier. Voller Heuchler. Ein richtiger Heuchler ist das. Das ist ein richtiger Heuchler. Er veröffentlicht meine Adresse und will gegen mich eine Anzeige machen, weil er mich bekämpfen will. Und dann tut er so, ob er jetzt so irgendwie dagegen ist. Ja, so ein Heuchler, wa? Mal so, ja. Die kannst du ganz schnell bloßstellen. Ganz einfach und ganz easy. Und Elia will ich einfach nicht bloßstellen, weil es einfach keinen Sinn macht, weil er einfach uninteressant ist für die Leute, weil die einfach sagen würden, der ist sowieso dumm gewesen, der ist so, weißt du, wie viele Nachrichten ich bekomme von Christen, einigen, die sagen, Elia ist ein Dummkopf, Elia hat gar keine Ahnung vom Christentum, gar keine Ahnung von der Bibel, der weiß gar nicht, was er da redet, ja, und warum soll ich mit ihm eine Debatte machen und meine ganzen Argumente verwenden für ihn und dann sind die, ist Amir und so weiter vorbereitet, was er vielleicht argumentieren kann, nachdem ich diese Frage gestellt habe. Lieber direkt mit Amir und mal gucken, ob Amir sich traut. Also Amir, sehr gerne am Telefon, ob Jesus Gott in der Bibel ist. Warum Jesus Gott in der Bibel? Weil ihr steht immer dafür. Ihr sagt immer, Jesus Gott in der Bibel, Jesus Gott in der Bibel. Die Videos habe ich schon widerlegt. Also einige Videos von dir, ja, die ich gesehen habe zumindest. Aber ob Jesus Gott ist in der Bibel, das ist ja das Ausschlaggebende für euch. Wenn ihr davon ausgeht, dass Jesus Gott ist, weil Jesus das behauptet hat, weil Jesus es gesagt hat, weil es in der Bibel so geschrieben steht oder in der Bibel so ist, ja, dann werden wir mal gucken, die Bibelstellen nochmal analysieren. Ja, ich würde nochmal kommen mit der ganz normalen Stelle über die Stunde des Tages, dass Jesus nicht wusste, ganz normal Standard über diese Sache, paar andere Stellen noch oben drauf, nochmal argumentieren, nochmal reinstellen, du wirst nochmal antworten, ich antworte nochmal dagegen und dann stelle ich dir fünf bis zehn Fragen, sagen wir mal so, und wenn du die richtig gut korrekt antwortest, wenn du da ohne zu stottern, ohne zu merken, direkt antworten kannst, dann sage ich dir Respekt, Amir, zumindest stehst du für deine Religion, für deinen Glauben, ja, für deinen Glauben, dass Jesus Gott in der Bibel ist. Aber ich weiß ganz genau, Amir, du wirst dich nicht trauen, du wirst dich nicht trauen. Ja? Und Elia ist einfach nur ein Spinner, der gar nicht weiß, was ihn erwartet. Daher hat er so einen Mut, sag ich mal. Ja?
Vergangenes ist falsch, gekommen ist die Wahrheit. Wa akhul dawan, alhamdulillahi rabbil alamin.